Hallo Freunde des Überlebens und willkommen zum nächsten Part von Don't Starve. Genau an derselben Stelle wie das letzte Mal natürlich aufgehört. Hallo, das ist Pflicht hier. Außer ich vergesse es mal wieder. Und ich muss mir immer noch schauen, wo ich meine Base aufbaue. Am liebsten in einem Piggy-Dorf. Aber irgendwie hat das hier im Nichts geendet. Das ist nicht so vielversprechend. Deswegen laufe ich jetzt nochmal zurück und schau mal, ob ich, wenn ich nach links laufe, noch ein bisschen mehr Glück habe, da ich so gerne wenigstens ein Piggy-Dorf oder ähnliches in der Nähe hätte. Ah, da hört das Biom schon wieder auf. Oh, das sind Goose, also Goats. Sind die aggro? Es hat mich angemäht. Ich glaube, das ist ein sehr aggressives Mäh gewesen. Ich spreche zwar nicht Ziege fließend, aber es hört sich an, als wäre es wütend gewesen. So, Maxwell Store. Ja, damit lege ich mich jetzt mal noch nicht an, aber ich kann euch gerne mal erklären, was das ist für die Leute, die es nicht kennen. Das ist so eine Art Challenge-Mode in diesem Spiel. Das ist einfach, du kommst in eine Welt und es gibt vier verschiedene Welten, soweit ich das noch in Erinnerung habe. In einer Welt ist es permanent Nacht, in einer ist es permanent dunkel. Oh Gott, hier oben sind schon wieder die Hunde. Gut zu wissen, dass die hier oben sind. Eine ist wunderbar schön im einen Teil und im anderen Teil Sumpf ohne Ende. Und nochmal eine permanent Winter, schön schlecht, eine normal und eine ewig dunkel. Genau, das sind glaube ich die vier Dinger und die musst du alle schaffen und dann kommst du zu Maxwell und kannst somit dann den Charakter anlocken. Und das ist wirklich schwer. Also ich habe es bis jetzt halt einmal eins davon habe ich geschafft, aber das ist wirklich schwer. Und dann hat es mich gleich im nächsten zerrissen. Also das werde ich mir jetzt mal noch nicht antun, aber ich weiß auf der Welt, wo es ist. In der letzten Welt hatte ich es zum Beispiel nicht mal gefunden. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das unbedingt mal sehen wollt, aber ich werde erstmal wahrscheinlich diesen Speicherstand hier weitermachen. Wir können auch keine Items mitnehmen, also wenn wir da reingehen, sind alle unsere Items weg. Und ja, oh wow, 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 oh Fisch! Bringt mir Fisch positive Stats auch roh? Ja, Tatsache, weil Fisch verbessert ja mein alles, also permanent von meinem Charakter. Boah, so viel Zeug. Ich will das ganze Essen hier mitnehmen. Junge. Wow, nicht mich angreifen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich klaue nur euer Essen. Warte. Okay, deshalb sind sie vielleicht so aggro. Okay, Fisch, 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 Fisch. Essen, roh. Mir egal, ob roh. Oh, Level up, Level up, Level up, up, up. Level up, Level up, Level up, up, up. Nein, 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 nein. Nicht mich töten, nicht mich töten. So, eat. Haha. Auf Level 3. Was habe ich gerade weggeschmissen und was hat der gerade aufgegessen? Ich weiß, dass ich irgendwas weggeschmissen habe. Ich glaube, meine Sticks wurden gerade gegessen. Kann das sein von dem Maulwurf? So, was nehmen wir hier mit? Morsel oder Pickflash? Ich glaube, von den Pickfoots hätten wir am meisten. Ich weiß nicht, ob die... Wahrscheinlich regenerieren die auch am wenigsten, aber davon habe ich am meisten. Deshalb werde ich jetzt die mitnehmen und stattdessen das Fleisch, das Ganze wegschmeißen und mir nur noch die Füße von denen behalten. Au, es hat mich gehauen. Wie es mich einfach geboxt hat. Habt ihr es gesehen? Voll unhöflich. So, das heißt aber, ich habe immer noch nicht meine perfekte Base gefunden, auch wenn ich dazu tendiere, die eigentlich hier irgendwo hinzubauen. Aber ich würde gerne noch wenigstens einen Tag investieren zum Erkunden der Map jetzt erstmal. Das heißt, das da oben, das ist eigentlich perfekt, wenn ich das Haus abbrenne von denen, ist es perfekt. Wow, das klingt jetzt irgendwie psycho. Wenn das Haus, wo die sich die ganze Zeit bekämpfen, weg ist, wäre das hier perfekt. Da baue ich mir halt meine eigenen Piggies hier zum Verteidigen, also die mich verteidigen. So, wo bauen wir dann hin? Hier? Ja, das sieht schön aus. Ich baue jetzt einfach meine Base hier. Ich habe dann zwar auch, wobei, dann habe ich hier gar keine Spinnen im Winter, ne? Das ist ein bisschen ein Nachteil. Mann, bei der Base bin ich immer so ein kleiner Perfektionist, ich weiß. Das ist ein bisschen kacke bei sowas. Reicht mein Feuer über die ganze Nacht oder habe ich wenigstens die Mats für ein neues? Ich hätte die Mats für ein neues, wenn es nicht reicht. Gut. Das wäre jetzt traurig, wenn ich am Ende dann darüber sterben, also deswegen sterben würde, weil es wieder das Feuer ausgeht, wie in Shipwrecked. Ah, das Biom ist gar nicht so groß, vielleicht noch nach unten in dem Biom wenigstens mal schauen. Danach bin ich wieder ein bisschen Holzfäller und ein bisschen Steine ranschaffen für meinen Stormseller. Und dieses Mal mache ich keine dämliche Truhe auf. Wow, die mich höchstwahrscheinlich dann irgendwann mal töten wird, weil es Sommer wird oder sowas. Dieses Mal denke ich daran. So, wo laufe ich hier gerade hin? Ich bin immer noch in dem Biom, aber ich erkenne halt gar nichts, weil es Nacht ist. Schauen wir mal. Okay, also, das ist wirklich mager hier. Wirklich mager. Wow, hier ist ja wirklich... Wow, okay, es war nur ein Maulwurf. Boah, jetzt werde ich schon von einer der niedlichsten Kreaturen hier erschrocken.
So, das bedeutet, dieses Biom ist eigentlich nicht schlecht, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Mann! Jetzt habe ich hier unten gehofft, dass ich da irgendwie Spinnennester oder so finde. Damit ich einfach im Winter was zu tun habe. Weil im Winter kommst du nicht weit weg von der Base, weil es eiskalt ist. Andererseits, hier hätte ich dann lauter Gletscher, da halte ich mich schon irgendwie am Leben. So. Jetzt erkunden wir noch hier den Rand davon. Was war das hier gerade? Will ich das wissen? Oh Gott, nein, 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 nein. Torch. Boah. Okay, das war ein bisschen knapper als geplant. Ja, 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 jetzt könnte es gleich wieder Tag werden. Dann kann ich nämlich weitermachen. Brücken müsste man bauen können in diesem Spiel. Das wäre voll cool, wenn ich hier nach da eine Brücke bauen könnte. Ob es dafür einen Mod gibt, muss ich fast mal danach schauen. So, dann holen wir uns mal das Übliche. Also, wir brauchen erstmal eine Spitzhacke, damit wir uns ein bisschen Stein holen können, um ein Feuer aufbauen zu können. Moment, mir fehlt Holz. Huch. Gerade verkackt. Steine habe ich gerade genug. So, Axt, dich brauche ich erstmal. So, ein bisschen Holz hier fällen. Dum, dum, dum. Oh, da ist schon Rot. Die Katzen sind ganz nice, da die ganz viel Rot produzieren. Wow, wie es faucht, voll niedlich. Dass sie ganz viel Rot produzieren, dass sie das ganze Zeug hier in der Gegend immer vernichten und alles. Und das dann halt langsam vor sich hin rottet. Aber gut, wow, wie sie auf den Baum hoch wollen. Voll süß. Vielleicht mit ein bisschen Abstand zu diesen Dingern bauen. Ich weiß nicht, wie aggressiv die sind. Moment, ich sollte noch ganz kurz schauen, was hier auf der anderen Straßenseite ist. Vielleicht baue ich dann doch auf der anderen Straßenseite meine Base. Wow. Ah, hier ist ein Schweinchen, ein einzelnes, okay. Ja, eigentlich hier gefällt mir fast besser. Genau, das Ding muss ich halt abreißen, das wusste ich aber schon davor. Und dann geht das hier schon. Dann habe ich hier hinter mir die Wand, dann kann ich dann wirklich eine Wall aufzäunen. Okay, dann baue ich hier meine Base, gut. Dann eben so rum. So, Fire Pit, haben wir alles, was du brauchst. Wieso kann ich dich nicht bauen? Brauche ich dich auch im Inventory? Bauen wir es so, bauen wir es so. Fire Pit, der Ursprung einer jeden Base. So. Yay, wir haben die Anfangsbase. Woo! Nächstes Ziel, die Science Machine. Braucht nur noch ein bisschen Holz, den Rest habe ich schon, da ich ja sau viel Gold mitgenommen habe von meinem letzten Save Game. Richtig cool. So, das da brauchen wir und... Huch, weg damit, sagte ich. Das da. Und damit bauen wir uns jetzt die Science Machine. Boah, meine Sanity droppt langsam ein bisschen ab. Ich brauche bald mal wieder ein bisschen von diesen Blümchen, damit die meine Sanity wiedergeben. Und ich muss auch auf meine Leben schauen. Das würde ich beides gerne langsam wieder hochregenerieren, jetzt auf längere Zeit. Habe ich die Birchnut gerade hier angepflanzt? Da wollte ich die eigentlich gar nicht anpflanzen, aber okay. Gibt Schlimmeres. So. Ich mache es genau wieder vor. Erstmal eine kleine Truhe. Ohne die kleine Truhe funktioniert halt leider gar nichts. Und ich glaube, für die Schweinchen mache ich es ein bisschen, also damit ich das ein bisschen schneller machen kann, glaube ich, hole ich mir gleich eins, dieses eine Schweinchen, das hier irgendwo rumläuft und rekrutiere das zum Farmen mit mir. Dann geht wirklich alles um einiges schneller auch. So, wie viel, oh Gott, jetzt hätte ich fast die Dingens verbrannt. Das wäre jetzt gerade schlecht gewesen, da ich die gerade noch aktiv brauche. Eine Chest braucht drei davon. Das heißt, ich brauche jetzt halt noch fünf Holz. Okay. Ah, noch drei. Komm schon, der Baum hat genau drei Holz. Komm schon, Baum. Yeah, der Baum hat mich nicht im Stich gelassen. Dankeschön, Baum. MVP Baum. So, dann holen wir uns jetzt nämlich hier über Refine zweimal Boards. Boards, Boards. Hauen die hier drauf, hauen die alle da rein und bauen unsere erste Truhe ein bisschen abseits, da die Truhe ja eigentlich nicht wirklich verwendet wird, sondern später eher mein Stormseller. So, hier kommt schon mal meine Vorbereitung für den Sommer rein. Meine Gears, die ich momentan noch nicht benötige. Mein Gold. Mein Nitre. Und sonst noch nichts. Okay, perfekt. So. Basic Stuff schon mal vorbereitet. Dann das ganze Fleisch. Okay. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Wo ist denn das Schweinchen hin? War hier nicht gerade noch ein Schweinchen? Ich wollte es rekrutieren für meine Arbeiten. Anscheinend wurde das Schweinchen gerade getötet. Aber wo ist das ganze Zeug hin? Hier war sau viel Zeug am Boden. Muss ich dich jetzt töten, leider? Wow. Ich weiß nicht, ob ich gut genug angreife. Ich weiß nicht mehr, wie das Attack-Pattern von denen ist. Einmal angreifen. Das Problem ist nämlich, was ihr seht, die laufen genau wie die Schweinchen nach einer Attacke weg. Das heißt, es ist viel schwieriger, die zu treffen. Nevermind, das geht. So, Fisch roh essen bringt der Katze ja Level-Ups. Deswegen gut, gut, gut.
Wettgoop, das ist Fertilizer im Endeffekt, den ich auch essen kann, aber nicht essen sollte. Deswegen nehme ich den einfach nur mit, um später mal die ganzen Sachen zu fertilizen. Und ich benötige einen Hammer. Der benötigt aber Steine. Super. So, dann hauen wir dich mal da rein. Und ich habe doch vorhin, genau, eine Pickaxe gebaut. Oh, die Pickskins, die kann ich auch schon mal da rein tun. Da ich die Pickskins früher oder später irgendwann mal benötigen werde, aber noch nicht. Oh, die Waffe ist sau nice auf alle Fälle. It will be dark soon, jetzt schon. Oh, okay. So. Oh, ich habe sogar Spinnen in der Nähe. Was für ein Traum, diese Base. Oh mein Gott, die gefällt mir richtig gut. Spinnen habe ich gern in Medium Range, damit ich im Winter einfach was aktiv zu tun habe. Weil ihr werdet bald bemerken, wenn es dann Winter ist, dass ich mich nicht allzu weit von der Base wegtrauen werde, da es eigentlich sau schwer ist im Winter, da die Kälte schneller zuschlägt als die Hitze. Außer man hat eine Puffy West. Vielleicht sollte ich auch auf diese Puffy West irgendwann mal losgehen. Die ist gar nicht so leicht, da man da diesen Koala-Fan töten muss und der ist auch saustark. Nein, das war's mit meinen Materialien. Aber ich habe noch ein paar Tricks. Eieiei. Back to the roots. Wieder alles einsammeln. Wieder vor. Aber dieses Mal dafür am Leben sein. Den Sommer hätte ich wahrscheinlich wirklich nicht überlebt. Meine Sanity macht mir gerade nur ein bisschen Probleme. Und dass ich halt gerade nicht wirklich viele Leben habe. Zwei Sachen, die mich ein klein wenig stören. Aber um die kümmern wir uns langsam. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich am besten meine Sanity wieder pushe, indem ich mir wahrscheinlich so ein Garland gleich baue. Also indem ich einfach ein bisschen Blümchen pflücke und dann das andere Ding baue. Und meine Leben, indem ich mir früher oder später das ganze Essen wieder einfach koche und das dürfte dann schon reichen. Oh, Seeds kann ich schon mal mitnehmen. Ich habe noch keine Beefalos gefunden für Fertilizer, aber die finde ich auch noch früher oder später. Ist nur eine Frage der Zeit. So, jetzt gehen wir mal zurück und machen das Feuer hier wieder an. Habe ich irgendwas zum Anzünden davon? Moment, ich mache das mit diesen Birchnuts gerade. Davon werde ich noch genug... Ach, das kann ich da gar nicht reinwerfen. Gut, dann nehme ich halt kurzzeitig die Twigs her. Twigs sind zwar eigentlich, glaube ich, sogar das Allerschlechteste, weil die halt sau wenig Ressourcen dafür geben fürs Feuer. Weil es halt einfach nur wie ein echt kleines Zweigchen sind. Das ist eher zum Anmachen vom Feuer. Und nicht zum Abkiepen, aber egal. Ja, ja, Abkiepen, mein schönes, gutes Denglisch. Aufhalten. Oben halten. Irgendwie sowas. So, jetzt muss ich warten, dass es wieder Tag wird. Ich finde es ein bisschen nervig, dass du nicht in einer Hand die Fackel halten kannst und in der anderen die Axt. Das wäre viel angenehmer. Das würde das Spiel so viel einfacher machen. Wäre aber wahrscheinlich zu OP. Andererseits, da könntest du richtig coole Barbaren-Build spielen mit zwei Äxten oder sowas. Das hätte sicher was. Oh mein Gott. 28 Sanity nur noch. Bald sehe ich wieder die Schattenwesen. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Schattenwesen. Die wollte ich am Anfang sehen, aber nicht jetzt. Ah! Hallo, hallo. Kannst du schneller sein? Bitte, bitte, bitte. Ich muss mich auch unbedingt nochmal erkunden, was diese neuen Sandstürme sind, die dazu gekommen sind. Da es ja jetzt seit dem neuen Patch Sandstürme gibt, aber ich habe noch nie einen gesehen. Da ich auch gerade ein bisschen davor resettet habe. Keine Ahnung, in welcher Zeit die kommen können, aber das muss ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Oder war Don't Starve Together nur in... War der Sandsturm nur in Don't Starve Together? Das kann auch sein. Bin ich mir überall nicht mehr so sicher. Könntest du mich bitte nicht so anstarren, liebes Wesen? Hallo. Hallo, Sir. Kann ich mich mit Ihnen unterhalten? Wie geht's Ihnen? Wie ist es denn so als Schattenwesen? Haben Sie dort immer ein schattiges Plätzchen? Hihihihihihihi. Okay. Flachwitz, komm raus. So, meine Sanity ist jetzt tatsächlich so weit unten, dass ich mich akut darum kümmern muss. Bedeutet, nach diesem Baum suche ich jetzt erstmal ein bisschen Blümchen. Und ich denke, ich gehe einfach nach unten und dann nach rechts, da ein bisschen das grüne Bereichszeugs ist. Also der grüne Bodenzeug, Stuff, bla. Und da dürfte ich eigentlich immer ganz gute Karten haben. Moment, hier geht das Steinbiom weiter. Ja gut, die Steinbiome sind meistens riesig, aber... Ich weiß nicht, wie ich das Steinbiom im letzten Mal nicht finden konnte. Also Eis dürfte ich auf alle Fälle im Winter hier bekommen bis zum Umfallen. Seht ihr es, da bilden sich schon immer die Kristalle und wenn die ganz groß sind, da geben die auch richtig viel. Boah, ist das übel. Also Gold gebt mir hier niemals aus. Ihr gebt mir niemals irgendwas aus, ey. Ach du Schande.
Okay, aber hier hört es dann auf. Shit. Ich bin zwar glücklich, dass ich hier keine Steinprobleme bekommen werde, würde gerade aber gerne, wirklich, wirklich gerne, Dingens finden. Ah, das wären die Fußspuren für einen Koala-Fund. Die müsste ich jetzt halt immer der Reihe nach folgen und die würden mich dann zu einem dieser Koala-Funden bringen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht, weil die saustark sind. Ey, noch so ein Ding. Holy shit, was habe ich denn für einen Luck? Gleich nochmal den Planeten wechseln. Nee, eigentlich gefällt mir der richtig gut, auch wenn das Steinbiom hier gerade riesig ist. Was ist hier? Ja, toll. Ich hab um Flowers gebeten, aber nicht die Evil Flowers. Die ziehen mir nur noch mehr Sanity ab. Ey, man könnte meinen, das alles ist eine Sandwüste, oder? So kommt es einem doch gerade ein bisschen vor. Nee, ich muss nach oben. Shit. Ab nach oben. Oben, 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 oben. So. Und dann hier nach unten, unten, unten. Dann komme ich hier nämlich wieder zurück, aber bin immer noch in dem Steinbiom. Ey, da muss ich mich jetzt gerade noch ein bisschen dran gewöhnen, dass das so riesig ist. So, ich kann hier wenigstens die Steine mitnehmen. Da mache ich gleich parallel zu den Blumen noch was Sinnvolles. Ich weiß, da wären gerade zwei Steine gelegen, aber... das sind Spinnennetze, aber brauche ich auch noch nicht. Ich habe gerade nicht den Inventory Space dafür. Ich brauche einfach den Bereich wie hier, genau. Und da sind dann immer ganz viele Blümchen, außer das jetzt, weil das ist wieder das Grabbiom, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ah! Unlucky heute. Moment, was ist denn das? Noch eine Maxwell-Statue mit diesem Boden. Den Boden grabe ich irgendwann mal aus. Ich mache meine Base auf alle Fälle aus diesem Marmorboden. Das wird die schönste Base aller Zeiten und ich baue einen Zaun. Oh Gott, die Häschen sind schon ganz schwarz. Hilfe. Meine Sanity ist zu weit unten. Ich weiß nicht, wenn die Sanity unten ist, wirkt das Spiel irgendwie total bedrohlich. Wow, hier war das Schweinchendorf gewesen. Das wäre jetzt nicht mal so weit weg. Oh, da ist ja noch so ein Wood Thing. Holy shit, ey. Also so schnell finde ich die Dinger nie. Möglicherweise sollte ich doch bald mal den Adventure Mode machen. Ich glaube, ich habe gerade ein Händchen für die Sachen zu finden. Ey, dass hier das Schweinchendorf ist, das ist irgendwie... Na, ich mache meine Base trotzdem da oben. Das macht zwar die erste Hunde-Wave ein bisschen schwieriger, oder bis dahin brauche ich eben ein bisschen... Oh, Chester. Cool. Oh, hier ist der Sumpf. Auch nicht schlecht. Aber da will ich auch noch nicht rein. Verdammt nochmal, das kann doch gerade nicht sein. Jetzt habe ich das Waldbiom, das Sumpfbiom, das Biombiom und es fehlen nur noch Flowers. Da ist einmal Flower. So, da nehme ich jetzt aber gleich alle mit, weil die mache ich dann gleich zu so einem Gland, also zu so einem Reif um meinen Kopf, damit das dann einfach stetig Sanity gibt. Hi Chester, folge mir, Kleiner. Mein kleiner Freund. So, drei davon haben wir schon. 4, 5, 6, 7. Boah, die geben sau viel Sanity. Jetzt bin ich schon fast wieder im guten Bereich. Krass, oder? Aber, okay, ich höre hier schon wieder das Gemurmel von den, oder Gerausch. Ach, Moment, darf ich die Dinger rot essen? Oh, rote Beete darf ich rot essen. Nur Kartoffeln darf ich nicht roh essen. Ey, in diesem Waldbiom wächst so viel Zeug. Das kann ich alles irgendwann mal in die Base bringen. Hier lauter Zeug zum Ausbuddeln. Da können ja auch die Gems drin sein, wo ich mir später irgendwann mal die Feuerstäbe und alles craften kann. Aber, oh, Moment, das Biom ist ein bisschen klein hier, das Sumpfbiom. Aber wenn da auch nur ein oder zwei Tentakel sind, wie zum Beispiel hier, nützt mir dieses Biom eigentlich schon alles, was ich von diesem Biom brauchen werde. So. It's getting late schon wieder. Habe ich wenigstens alles, um Feuer zu craften? Ja, das ist das Wichtige. Oh, in der Nacht oder im Dingens kommen immer hier diese blutsaugenden Moskitos. Und die machen, glaube ich, sogar richtig gut Damage auf Dauer. So, dann machen wir jetzt halt hier diesen Garland, damit der ein bisschen Sanity dann restored. Und diesen Strawhead, der ist eh so gut wie kaputt. Den hauen wir weg und den Garland equippen wir stattdessen. Wir verlieren jetzt zwar immer noch Sanity, weil es eben gerade Nacht ist und mein Charakter sich meines Wissens davor fürchtet. Ah, das ist jetzt nicht so schlimm. So, das Gras, da kann ich schon mal mitnehmen. Die Basic Farms, ich glaube, ich brauche jetzt wirklich bald einen Hammer, da mache ich die nämlich kaputt. Ich bekomme dann zwar nicht alle Ressourcen zurück, wenn ich das ausbuddel, aber einen mittleren Teil der Ressourcen bekomme ich dafür wieder zurück. Und das reicht eigentlich schon. So, die Birchnuts habe ich jetzt mal kurz weggeworfen. Und jetzt geht's zurück in meine Base. Habe ich die Kamera vorhin einmal gedreht? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob die Kamera am Anfang schon so war. Boah, ich bin schon wieder so weit gelaufen, ey. Hier einmal Stein mitnehmen, Fackel habe ich noch im Inventory, alles gut. Oh, und ein Touchstone, yay, ich werde nicht permanent sterben. Woo!
schon mal ein Bonusleben. Das ist gut. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Okay, weiter, 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 weiter. Es geht immer weiter. Da ist noch ein Boxing und da wäre ein Speer. Aber ich habe die beste Waffe in-game. Ich weiß gar nicht, ob es die beste Waffe in-game ist. Ich glaube, es ist die beste Waffe in-game. Zumindest die am leichtesten zu bekommende und stärkste Waffe. Für dass das hier so leicht zu bekommen ist. Dann macht es irgendwie mehr Sinn. Oh Mann, voll am Müll labern hier. So, die drei Steinchen nehme ich noch mit. Dann bin ich nämlich schon mal voll mit Steinchen beladen. Dann bin ich schon mal ziemlich nah an meinem Dingens da dann, an meinem Stormseller, den ich auch früher oder später hier benötigen werde. So Leute, die Folge ist schon wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bedeutet mir immer noch unglaublich viel. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Don't Starve. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne mal ein Abo dalassen. Würde mich auf alle Fälle freuen und dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.